Victor? Victor, du rufst mich. Ja, du rufst mich, tatsächlich. Was möchtest du von mir? Lieber Victor, du möchtest Eisenbarren und... Alter, Kupferbarren. Ja, willkommen bei Underdog Games. Wir spielen Techno TK, die dritte Folge von sehr wahrscheinlich 7. Sei denn, ihr würdet einen Sturm der Empörung lostreten, wenn ihr sagt, nein, du kannst jetzt nicht aufhören. Aber geplant sind 7 Folgen, die das Spiel vorstellen und wir das mal angedattelt haben. Außerdem klingeln hier die Kirchenglocken. Es ist nämlich gerade Strich 17 Uhr, ungewöhnlich. Und sie redet uns hier die Ohren voll. Ja, was sollen wir machen? Wir sollen 500 Eisenbarren, 500 Kupferbarren holen und dahin schleppen. Und das machen wir auch mal, indem wir jetzt erstmal hier die Fenster zumachen. Kleinen Augenblick bitte. So, die Fenster sind zu, die Glocken sind aus. Oh, und der Strom ist auch aus. Als hätte ich es getimed gehabt. Nein, habe ich natürlich nicht. Es klingelt noch was. Wir gehen mal zu der anderen Klingel hin. Das sind lauter Klingeln, die hier klingeln heute. Schon wieder ein Signal trianguliert. Außergewöhnliche Abmessungen. Neuer Ort hinzugefügt. RH. Gucken wir mal. Okay. Gut, nun ist aber zu meinem Thema. Mein Thema ist, Achtung, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Mal gucken, ob ich das umschalten kann. Kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Verdammt. Ich wollte euch was zeigen. Vielleicht schaffen wir es in dieser Folge. Denn ich habe gerade vorhin die andere Folge ausgemacht und hat es gemacht. Tada! 2221 Abonnenten. Ja, wir sind auf dem Weg zur 2222. Das ist quasi so eine Schnapszahl. Die Schnapszahl, die lange, lange dann wieder als einzige Schnapszahl. Okay, ich sollte mit dem Schnaps aufhören. Als einzige Schnapszahl und so weiter ist. Gut, Aufgaben ohne Priorität werden nicht mehr automatisch verfolgt. Drücke Control, um die Aufgaben und Empfehlungen im Tagebuch zu verwalten. Okay, das geht jetzt irgendwie nicht. Tagebuch. Da ist es. Okay. Erst einmal ist das Gebimmel auskriegen. Hört ihr das Gebimmel? Das nervt mich. Massiv nervt mich das. Was ist das? Ja, das Ding klingt immer noch. Das haben wir doch schon angeklickt. Neuer Ort hinzugefügt. Spannung. Vorsicht, Spannung. HSRH. Also gibt es alle möglichen Dinger da hinten. Keine Ahnung, was es da geht. Ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wir müssen 500 Eisenbarren und 500 Kupferbarren machen. Und ich würde sagen, das fangen wir jetzt einfach mal entspannt an und bringen wir unseren Puls runter. So, wo haben wir Erze? Wir haben einmal hinter uns scheinbar ein Erz, also alles ist rechts. Eisen, Kupfer. Dann gehen wir doch mal dahin. Eisen und Kupfer. Die Minimap ist ein bisschen klein, kann man die, nee, kann man nicht vergrößern, das wäre schön. Zumindest weiß ich nicht wie, vielleicht habt ihr einen Weg, wie es geht. Dann bauen wir doch gleich mal Stromdinger auf dem Boden, würde ich sagen. Die da. Dazu brauchen wir aber Eisenbahn und Kupferdraht. Haben wir nicht. Alles klar. Dann gehen wir erstmal hin, dann bauen erstmal die Grundversorgung auf. So. Hier ist wohl Eisen. Ja. Das Scheiß scannen wir mal weg. Dann haben wir ja gesehen, wenn wir scannen. Ah, jetzt habe ich die Blume angescannt. Wenn wir scannen, kriegen wir oftmals Material. Montagemaschine 1 von 3, 2 von 3. Ah, das ist dieser Zusammenbauer. Sehr gut. Wir haben die natürlich extra hier hingestellt, weil wir ja hier hin müssen, um unsere Dings aufzubauen. Ne, ihr versteht schon. Unsere Erntemaschinen. So, dann baue ich mal das Ding noch weg, denn wir müssen hier ein bisschen mehr Platz arbeiten, finde ich. Wenn man da zu viel Platz dazwischen lässt, dann ist dann einfach mal verschenkt und dann können wir nicht genug Miner aufstellen. Zumindest ist mein Gefühl. Also wir setzen den ganz nach links. Da kann er bohren. Wir können hier immer noch mit einer automatisierten Ladung hier einfahren. Das passt. Den gebe ich erstmal ein bisschen Material dem armen Kerl, dass er schon mal losarbeiten kann. Und ich würde sagen, ich setze auch gleich noch einen zweiten hin. So. So. Oh, jetzt. Eins rüber, dass wir da auch wieder da beschicken können. Näher geht's nicht, also muss er dahin. Alles klaro. So, auch dem geben wir Material. Die können schon mal ruhig vorarbeiten. Dann gucken wir doch mal, vielleicht können wir die Schmelzen auch schon hinsetzen. Wir haben ja Schmelzen eingesteckt, weil wir vorhin, schlau wie ein Fuchs, den Kram schon eingesammelt haben, den alten. Und wir wollen hier, Output, später Input.
Raus, raus. Später rein. Hier geht's rein. Raus. Und rein. So ist mein Setup. So möchte ich es gern. Das heißt, hier wird auch nochmal dann Biomasse reingefördert. Automatisch später. Hier an den Seiten wird Biomasse reingefördert jeweils. Und die, der puttet aus hier. Genau. Okay, perfekt. Das läuft schon mal. Dann gehen wir zum Kupfer rüber. Machen da genau das gleiche in grün. Oder quasi Kupferfarben, würde ich sagen. Oh, oh. Scan. Montagemaschine ist erforscht. Perfekt. Also, zur Forschung freigeschaltet. Wir haben genug gescannt, jetzt können wir das Ding bauen. Schlimm, voll den Soundbug. Ein bisschen Platz machen hier außenrum. Gucken, wo das Erz anfängt. So. Dann würde ich sagen, setzen wir den ersten hier drüben hin. Es geht ja immer weiter. Alter. Hier jetzt auf. Alles klar. So, dann setzen wir den ersten Miner hier hin. Da können wir eins rüber gehen. Dann haben wir wenigstens den Anschluss da hinten frei. Und dann können wir setzen. Ja, wir sparen am Platz. Wir machen hier Platz sparen. So. Dann sprengen wir das hier noch frei. Mit unserem schwarzen Lochgenerator. Perfekt. Hier auch. Dem geben wir Saft. Und das machen wir hier auch nochmal. Ja, um was geht's hier eigentlich? Mir geht's darum, euch die grundlegenden Dinge von diesem Spiel einfach mal näher zu bringen. Natürlich lerne ich selbst auch die ganze Zeit, ist ja klar. Ich bin hier kein Schlaufuchs. Aber in meinem Tempo. Und in meinem Tempo, oh, das muss outputten. Den müssen wir löschen. Und wenn man sich mit der Steuerung mal ein bisschen vertraut gemacht hat, nicht sperrt, wenn man sagt, ich spiele immer nur Factorio und Satisfactory, sondern einfach mal tatsächlich sich da drauf einlässt, auf einmal funktioniert's. Na? Der gibt rein, der gibt raus. Okay. Alles vorbereitet. Die kriegen jetzt erstmal mit der Hand. Biomasse, der auch. So, ich will nachher von einer zentralen Biomassestelle quasi liefern. Ne, an alle Automaten. Strom ist ausgefallen, ist nicht schlimm, weil wir bauen hier eh noch keine komischen Forschungskugeln. Jetzt gilt es eigentlich. Oh, da ist was. Das scannen wir mal. Jetzt gilt es eigentlich, das zu verbinden auf einer schönen Ebene. So. Wie viel bauen die denn da drin? Ich glaube, 250 kann der stacken da drin. Was ja ziemlich gut wäre. So, okay. Maximum beladen. Lassen wir das Ding mal laufen. Wir schauen mal, weil wir können einen Barren nicht brennen. Also wir können Barren nicht in der Hand quasi im Ofen bauen. Das funktioniert nicht. Und diese Dinger brauchen jetzt noch Eisenbarren. Okay, dann holen wir uns Eisenbarren noch manuell ab. Ich will nämlich hier quasi eine Art Ebene rüberziehen, sodass wir die ganzen Förderbänder und alles, was jetzt gleich kommt, auf einer tollen Ebene langführen und nicht alles hier kreuz und quer übers Wasser, durchs Wasser und so weiter. So, einmal, zweimal. Dann bauen wir doch mal. Und die bauen auch schon die Zwischensachen, sehe ich gerade. Die bauen also dann die Kabel automatisch, die Kupferkabel und dann auch das Teil. Ja, das funktioniert. Sehr schön. So, das ist ja quasi ruckzuck gemacht. Und, was braucht dieses Ding? Wir gucken uns das jetzt mal an, dieser komische Zusammenbauer, was der macht. Erst dann mache ich mal den Steg hier breiter. Ich bin nämlich ziemlich wasserscheu. Was kann dieses Ding? Man kann nichts mitmachen. Okay. Wir wissen aber, dass diese Kugeln gebaut werden mit, jetzt bin ich gespannt, mit Kupferdraht und mechanische Bauteile. Jetzt mache ich mal einen Test. Zwischenprodukte. Kupferdraht. Scheiße, mechanische Bauteile fehlen noch. Ich setze mal zwei Kisten hier hin. Einfach mal zum Testen. Weil das Ding soll ja angeblich, das ist Strom aus, gell? Toll. Soll ja, oh,
soll ja angeblich diese Kugeln bauen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann legen wir jetzt mal die Sachen rein, die diese Kugeln brauchen. Kupferdraht und mechanische Teile. Und putten das mal direkt da rein. Dann mache ich es aber so, ich setze den direkt rein. Ja. Also ein Puppel. Ein Puppel, habe ich gesagt. Und dann machen wir doch hier auch noch mal hin. Die leuchten manchmal nicht, wenn man die dann abbaut. Eins. Wenn wir jetzt aktualisiert, dann leuchten sie, habe ich gemerkt. Ich schätze mal, das ist einfach nur ein Anzeigebug. Aber nichts genaues weiß man nicht. Ja, die leuchten jetzt nicht, aber wenn man dann einen abbaut und aktualisiert, dann auf einmal leuchten alle. So, wir brauchen eine Kiste. Und zwar setze ich die genau so. Ungültige Platzierung. Okay. Das Ding hat einen Sicherheitsabstand außenrum. Alles klar. So einen gelben Abstand, damit kann man nichts hinbauen. In Ordnung. Das muss man akzeptieren. Zumindest keine Kiste hinbauen. Dann brauchen wir mal von diesen Greifarmen. Und zwar soll der rausliefern und da rein. Förderband. Eins dazwischen. Das Ganze machen wir jetzt nochmal. In der zweiten Kiste. Und auch da, würde ich sagen, setzen wir die hier hin. Hier raus und da rein. Und ein Band dazwischen. Okay. Wie bei Factorio, ne? Mit den Armen. Die Greifarme sind ja auch für alles nötig, sag ich mal. Hinten machen wir diese Teile rein. Vorne machen wir diese Teile rein. Gucken, ob die auch genommen werden. Nö. Okay. Werden nicht genommen. Die stehen da und es wird nichts angenommen. Okay, bedeutet, wir können da keine Kugel drauf bauen, scheinbar, oder so. Wir werden sehen. Okay, machen wir weiter. Wir wollten eine gemeinsame Basis schaffen, dass wir dann die ganzen Verkabelungen legen können, aber ich hole jetzt erstmal das Zeug ab, dass wir da diese 500 Dinger voll machen können. Ich würde sagen, das wird das Beste sein, dass wir jetzt erstmal weiterkommen. 48, 49, super. Und da drüben auch. Wie ist denn die Höhe hier? Komm, da ziehe ich schon mal eine Höhe raus. Nicht eine Treppe, eine Höhe. So, das hier ist die Höhe. Das ist die Höhe von da hinten. Jetzt ziehe ich die Höhe von da auch nochmal raus. Da haben wir so ein bisschen eine Basis einfach mal. Denn ich hasse es, auf diesem Naturgrundstück zu bauen. Das ist einfach Kacke. So. Okay. Gucken, wo da hinten ankommen. Das eine Höhe ist hier. Wäre geil, wenn es eine Höhe wäre. Sieht mir aber nicht so aus, sieht mir aus, welche Höhe. Ja, wir sind da höher. Okay, dann gehen wir hier einfach eins runter. Löschen. Eins, geht um eins, ja. Dann gehen wir hier eins runter. Kein Problem. Ja, jetzt stimmt das, okay. Und dann machen wir hier eine Verbindung hin. Dann bauen wir noch von denen welche. Wir können bestimmt noch welche produzieren, händisch. Oh ja, fünf Stück, super. Okay. Aber das ist gleichzeitig die Kabelverlegung. Es gibt sowohl Kabel, die wir von Plateau zu Plateau legen können, wenn wir mal ein weit entferntes Ding haben. Aber erstmal finde ich es gut, wenn die Basis eine schöne Ebene hat. Eine gemeinsame Ebene. Die Eisen haben wir eben abgeholt. Die produzieren aber ganz schön flott, gell? Produzieren durch. Machen wir hinten nochmal die Kupfer ab und dann haben wir es, glaube ich, schon. Ding, ding, ding. Ding. Ja. Alles klar. So. Ein paar von denen. Ich will es verbunden haben. Dann ziehen wir es nach vorne und dann können wir vorne unsere Produktion von Biomasse und so weiter anstoßen. Okay. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder ein bisschen zurück. Wird ja eh alles mal einboden, dann, wenn es soweit ist.
So, und dann gehen wir hier in die Base. Okay, wir haben noch eins. Hihihi, scheiße. Na gut, aber wir wissen, das ist die Höhe. Das ist der Weg. Und, yo. Immer noch 2221. Kommt schon. Einer wird doch drücken. Während der Folge wäre doch total geil. So. Wir geben mal ab, was wir haben. Schauen wir mal, was passiert. Passt? Passt. Eine neue Tierstufe ist unlocked. Gut. 2400. Jetzt ist es vorbei mit der Hand. Und Rahmen aus Pflanzenmaterial. Ah ja. Okay. Ja, das ist was. Das müssen wir dann halt eben mal so machen. Gut, wir gucken mal nach AS und RH. Kurbelgenerator und Elektrobühnen einzusetzen, Pionier, um Rahmen aus Pflanzenmaterial herzustellen, brauchen sie Pflanzer und Drescher, um die. Wenn sie die Zündelrebe angebaut und gedroschen haben, müssen sie die Zündelrebestängen nochmal zu Fasern und Pflanzmaterial dreschen. Alter, daraus können sie Rahmen machen, entweder händisch oder mit einer Montagemaschine. Die ist doppelt so schnell erledigt. Doppelt so schnell? Ich habe letztens das ist eine Menge an neuer Technologie zu aktivieren, wenn sie noch keinen Kreuzzusammensteller. Ja. Ich sage einfach mal ja. Und wir gucken uns mal diese neuen Teile hier an. RH oder AS? Wo gehen wir zuerst hin? Da oben auf der Minikarte sehe ich, sieht aus wie so ein Loch. Ach, das ist, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Ich habe Feuer gemacht. Achtung. Braten wir uns mal da rein. Und da sind wir schon. Ein bisschen nach oben, eine kleine Stufe. So, das hier sind Akkus. Akkumulatoren. Die scannen wir schön ein. Wir brauchen 10 Stück, damit wir wissen, wie das funktioniert mit der Akkutechnik. Gut. Sieht aus, wie genug hier rumstehen. 7. 8. Geht nicht. Geht scheinbar nicht noch ganz. Geht auch nicht. Ja, toll. Ah, da. 9. 10. Was bist du? So, Biozyklerschepionier, die brennen länger als Pflanzenmaterial und irgendwann werden sie vielleicht eine Fertigungslinie aufbauen wollen, die ihre Maschinen direkt damit versorgt. Lange Greifarme können dabei ihre Freunde sein. Okay. Bioziegel ist scheinbar so eine Art Biomasse-Knoten, Knäuel. Das machen wir. Ich scanne die jetzt erstmal alle ein, weil es gibt voll viel Material, sehe ich gerade. Und die sind eh kaputt, ne? Wenn die so dreckig sind, sind sie kaputt, würde ich sagen. Da können wir es auch mitnehmen. Da können wir uns welche hinbauen. Eigene bauen sie wahrscheinlich. Untersuchen. Ach, die haben schon. Die haben schon ein Stromnetz hier. Das bedeutet, das hier ist das eigene Stromnetz. Wenn ich das da hinten anschließe, dann müsste doch theoretisch, wenn ich das bis zu meinen Kurbeln vorziehe, das hier auch quasi dann speichern für uns. Was ist das? Sieht aus wie ein Wechselrichter oder sowas. Oder irgendwie ein Ladegerät oder. Okay, also ich vermute, dass das Ding den Strom in die Akkus speist. Vermuten heißt nicht wissen, aber wir werden es gleich sehen. Okay, dann machen wir es so, wir bauen jetzt einfach hier mal eine direkte Line darüber. Oh, eine Kiste. Ich mag Kisten. Oh, perfekt. Um die Line zu bauen. Die wollen quasi, dass wir das machen. Die haben uns abgehört. Oh, da ist ein Haus. Blau. Andere Forschungsdinge. Okay. Scans abgeschlossen. Mole-Geschwindigkeit 2 Technologie jetzt im Tech-Baum. Verfügbar, vermute ich mal. Was ist das? Kurbeln? Das sieht aus wie so Schnecken. So. Mal sortieren. Okay. Was bist du? Das Ganze abgeschlossen. Hoverpack-Technologie jetzt im Technologiebaum. Okay. Uni-Haze-Schutzanzug. Sehr wahrscheinlich können wir irgendwo nicht hin ohne den Schutzanzug. Ansonsten haben wir alles. Okay. Oh, noch eine Kiste. Die haben wir schon. Oh, hallo. Ich bin Dori. Wer bist du?
Oh, eine Kiste. Hallo? Was da drin? Nix. Hm. Gut, sie erzählt uns auch ein bisschen was von der Energie und von Sektoren und stärker werden, was auch immer. Interessiert mich nicht. So. Würde ich einfach mal so sagen. Interessiert mich nicht. Ja. Genau. Apropos interessiert mich nicht. Lieber Nino. Was ein Übergang, gell? Jetzt kommt's. Achtung. Du hast natürlich recht. Du hast aufgrund deiner Lebenserfahrung, deiner Dinge, die du schon gelernt hast und die du weißt, hast du natürlich einen, ich will nicht sagen einen Vorteil, das ist Quatsch, weil ich bin, glaube ich, älter wie du, aber hast du natürlich eine gewisse Herangehensweise. Aber manche Dinge gehen mir einfach auf den Sack. Und Dr. Hayes hat das schon immer erkannt, wenn die Eskalationsstufe hochgeht, das erkennt meine Frau auch immer. Und das will ich auch nicht. Das will man auch nicht. Und deswegen, ja, du hast recht. Aber es gibt Dinge, die mich einfach ankotzen. Und es gibt Dinge, die ich mir einfach nicht sagen lassen will. Und deswegen reagiere ich da manchmal so. Du hast recht. Und auch Hermann und Helmut und alle anderen zusammen. Ihr habt recht mit dem, was ihr sagt. Trotzdem geht es mir manchmal auf den Sack. Und ich kann dann mein Maul nicht halten. So. So viel zum Thema. Genau. Aber wenigstens, leuchtet die Scheiße hier. Wenigstens leuchtet die Scheiße hier. Deswegen, ihr habt natürlich recht mit euren Meinungen, dass man einfach nicht auf alles antworten muss und sich nicht über alles aufregen sollte oder sich da eine Plattform bietet und nicht triggert. Und hast du, ich will auch gar nicht weiter drüber reden. Verdammte Scheiße. Ja, aber trotzdem geht's mir auf den Sack. So. Die Dinger kurbeln. So, die kurbeln jetzt hier, jetzt leuchtet hier alles. Wir sehen das ja. Ich bin nicht blind. Und es leuchtet auch hier hinten. Das bedeutet, dass ich jetzt... Ich höre sogar Strom fließen. Also, ich höre die Spulen. Laden sich auf. Krass. Die laden sich auf. Einfach so. Okay, also wir haben jetzt... Warum dreht sich das Ding denn? Cool animiert ist es ja, gell? Mal ohne Scheiß. Wenn es jetzt voll ist, dreht sich das nächste, oder was? Also jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ja mal wohl obergeil. Was meint ihr, wie schnell die sich drehen, wenn der Ladestrom noch viel höher wäre? Dann bleiben sie stehen. Wenn sie sich entladen, drehen sie sich in die andere Richtung. Hammergeil gemacht. Okay, die können wir abbauen. Hier sehe ich gerade. Machen wir auch. Ja. Genau, und deswegen, verzeiht mir, ich muss immer noch meine jungen Hörner abstoßen. Aber ich habe gehört, alles, was unter 10 Sekunden ist, ist ja nicht schlimm. Oh, Alter. Habt ihr das mitgekriegt? 10 Sekunden? Das mache ich in der nächsten Folge. Ich muss es aufschreiben. 10 Sekunden, Alter. Das ist, also das ist das Übelste, was ich je gehört habe. Wirklich. Aber das wäre jetzt zu viel hier. Muss noch klar denken können. Also, Stromhammer, Strom wird gespeichert. Das ist gut. Gucken wir mal da oben. Versorge das. Das müsste also automatisch produziert werden. Wir müssen entschlüsseltes Signal, indem du eine unbekannte Anzahl an Prozessoreinheiten in einer Montagemaschine baust. Okay. Entschlüsseltes Signal, indem du mit einer Montagemaschine eine unbekannte Anzahl an Akkumulatoren auf einem Elektroboden baust und platzierst. Okay, gut. Also, wir haben jetzt da Aufgaben, die natürlich weitgehend sind. Und ich würde sagen, wir bauen dann erstmal eine Grundversorgung an Material, dass wir einfach mal Maschinen haben, die jetzt hier basismäßig den ganzen Kram wegarbeiten können. Dazu brauchen wir natürlich noch viel mehr Böden, meiner Meinung nach. Wir müssen uns hier das Material vor Ort holen, ja, also anlagern, irgendwo anliefern lassen. Und weil alles andere macht ja keinen Sinn. Ich würde sagen, wir schieben das mal so darüber. Hier. Anlieferung würde ich sagen, machen wir auf dieser Ebene hier unten. Lassen wir uns hier die ganzen Barren und Eisenbarren und Kupferbarren und so weiter hierher liefern. Machen uns Kisten hin. Schön zwischenlagern, zwischenpuffern. Ich weiß, manchmal bringt Zwischenpuffer nichts, aber ich bin einfach so ein Puffertyp. Ich mag Zwischenpuffern. Vielleicht ist es noch damals von mir noch in mir drin. Als wir immer alles aufheben mussten.
Okay, der komische Baum geht nicht weg. Natürlich blöd, wenn der nicht weggeht, weil der stört ja dann schon, ne? Okay, Baum halt hinter dem Baum. Die Natur ist manchmal einfach stärker. So. Dann machen wir da erstmal eine Kiste. Eine für... Mal so ganz entspannt anfangen. Eine Kiste für Eisen. Und eine Kiste für Kupfer. Barren. Wie gesagt, ich hoffe, wir brauchen später keine... Ich muss mal hier das Ding zumachen. Ich hoffe, wir brauchen später keine... Genau. Ihr wisst, was ich meine. Protokoll, das ist es nicht. Tagebuch hier. Schlüssel, machen wir dann alles. Abgehakt. Was heißt Abschluss 100%? Zeit 23, 42, 32, was soll denn das sein? Okay. Produktionsterminal reparieren. Das ist das Wichtigste momentan, was wir machen müssen, finde ich. Primärer Arbeitsauftrag. Empfohlen für neue Technologie. Signalwiederherstellung. Alles klar. Das können wir dann aufklappen, so wie wir jetzt das soweit gemacht haben. Zertifizierter... Was auch immer. Baue, platziere eine Montagemaschine auf mit aktivierten Kugelgeneratoren, verbundenen Elektrobögen und produziere 10 Eisenrahmen. Okay, das würde sich ja theoretisch selbst erledigen, vermute ich, wenn wir es gemacht haben. Na? Gehe ich davon aus. So, also, hier ist der Eingang. Wir holen uns dann mit den Böden, upsie, Wasser geplumpst, in zweier Reihen. Ist der Scheiß ausgegangen. Aber theoretisch müsste ja noch Strom fließen, wenn die Akkus noch was haben. Aber da kein Gerät Strom braucht, ist es egal. Vermute ich. So. Einmal die nächste Reihe. Machen wir es doch von hier aus, dann wissen wir, dass das die richtige Reihe ist. Eine Zweierreihe. So. Okay. Jetzt brauchen wir Förderbänder. Haben wir. Ganz viele Förderbänder. Okay, dann gehen wir von hier. Nee, stopp. Entschuldigung. Wir gehen von hier. Knapp davor, damit wir noch einen Arm hinsetzen können. Platzieren wir auch gleich. Oh, das Förderband macht auch Geräusche. Sehr gut. Sympathisch. Sympathisches Förderband. Der puttet raus, das heißt, hier kommt ein Förderband hin, und zwar in diese Richtung. Wenn ich jetzt hier um die Ecke gehe und drücke R, dann bewegt er mich direkt um die Ecke und switcht quasi die Richtung um. Das ist ziemlich gut. Am Anfang habe ich so rumgestückelt einzeln, das war dumm. Das ist sehr, sehr gut. Okay, Ausgang. Dann haben wir einen weiteren Ausgang. Die Menge ist jetzt nicht so viel, dass es nicht ein Förderband schaffen könnte mit zweien. Bedeutet, stopp. Wir gehen mal hier vor, damit wir hier nicht die Anschlüsse blockieren. Gehen hier hin. Wo sind denn die Rahmen? Wir bauen da gleich mal Rahmen drin, dass wir kein Gebiet haben ohne Rahmen, das wäre dumm. So. Die Rahmen hier rüber. Jetzt wieder Förderband. Bis eins davor, weil es muss ja draufgelegt sein, vermute ich. Verbunden ist es. Und wir legen es drauf. Funktioniert. Alles klar. So, das machen wir jetzt hier drüben auch. Und dann haben wir schon Feierabend, weil Zeit ist rum. Wie immer. Ziehen wir es von hier drüben lang? Ja, wir ziehen es von hier drüben lang. Komm, wir haben die Möglichkeit. Nee, wir gehen von hinten rein. Wir gehen von hinten rein. Und schauen es von hinten einfach besser. So. So, kann ich jetzt auch rückwärts gehen? Ich kann. Aber ich will gar nicht. Ich will hier hin. So, wir ziehen es vom Ziel aus hierher. Weitere Bänder. Nee, Rahmen. Weitere Rahmen sind es ja. Und die gehen dann hier irgendwo zusammen. Hier würde ich sagen. Förderband verlegen. Wir sind über der Zeit, aber ich will es jetzt fertig machen. Drehen, jawohl.
Hier will ich um die Ecke gehen, drehen. Es funktioniert super gut. Du musst nur kapiert haben. Hier, drehen. Hauptsache, ich habe genug Förderbänder. Nein, da wollte ich nicht lang gehen. Stopp. Stopp, zurück. Genau. Ja, also das ist gar nicht so dumm. Und da dran. Perfekt. Und an das schließen wir jetzt natürlich noch hinten den zweiten an. Und dann haben wir das Material schon mal vorne. Wir müssen theoretisch immer hinterlaufen, wenn das Problem nicht wäre, dass wir nicht immer unendlich viel Brennstoff hier drin hätten. Aber das Brennstoffthema klären wir gleich. Hoffe ich doch. Bald. So. Weitere Förderbänder. Nein, nicht die Urne von der Kollegin, sondern tatsächlich Förderbänder. Was dumm ist, wenn man im Weg steht, dann geht's nicht. Dann muss man runter vom Band. Und darüber legen. Okay. Sollte jetzt aber funktionieren. Kommt angeflossen, richtig. Und das wären jeweils die Eingänge. Perfekt. Okay, dann kommt das vorgeflossen und dann können wir hinten an die Produktion aufbauen, zu sagen, gut, da kommen jetzt die Stanzen hin, da führen wir es dran vorbei, ziehen uns dann die ganzen Eisen- und Kupferbarren durch und können dann dementsprechend, wenn wir hier noch einen Arm hingebaut haben, zuletzt die Automatisierung beginnen. Ja, ich würde es ein bisschen nach da hinten rechts schieben, dass wir hier quasi anfangen mit dem Kram. Perfekt, okay. Jo, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Das war jetzt wieder so eine sachliche Folge, aber es gibt auch sachliche Folgen. Und, das ist ja wie mit so einem Käse. Ein Käse ist ja auch nicht mehr gleich. Ne? Also wenn man einen Käse kauft und sagt, der heißt Lalala-Käse. Und dann geht ihr wieder ins Geschäft und holt wieder den Lalala-Käse. Der kann ganz anders schmecken. Jo, in diesem Sinne, danke Zuschauen. Danke, oh, danke Zuschauen, ja. Danke fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wenn ihr noch nicht auf Abo gedrückt habt, dann drückt mal drauf, weil tatsächlich habt ihr jetzt 32 Minuten mir zugehört. Und das kann man schon mal machen, denke ich, dann. Wenn ich Scheiße mache, könnt ihr mich wieder deabonnieren. Ja, ist ja auch kein Problem. Genau. So, ich freue mich auf den Livestream, den nächsten, den wir haben. Und dass wir in Subnautica dann weiterkommen. Weil Subnautica will fertig sein. Will fertig werden, dass wir Starfield starten können. Pünktlich zum Release. Ah nein, 5 Tage vor Release. Ich bin schon ganz verrückt. Und das ist die Karte hier übrigens. Und ich muss mal gucken. Man sieht hier genau, wie viele Sachen langgeflossen kommen. Das sind die Kupferbarren. Die sammeln sich dann auf dem Band, werden dann mehr auf dem Band. Hier auch. Das Eisen sammelt sich und es ist schon ein Stau, weil der Arm nicht nachkommt mit dem Arbeiten. Da muss ich was ändern. Weil er nicht einlagern kann so schnell. Das wird dann hier auch passieren. Ne? Es wird hier auch einen Rückstau geben, genau. Und dann gibt es einfach, ja, weil ein Arm nicht das schaffen kann, was die eine Schmiede schafft. Oder einen schnellen Arm hinbauen. Der braucht aber Strom. Ja, gut. So, also dann.